Hier für djsetup.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Modifier in Traktor Pro einsetzt. Wir haben hier vor uns Traktor Pro in der Version 2.5.1. Es geht aber auch mit älteren Versionen. Was wir heute machen möchten, ist diesen einen Poti hier, ihm eine Doppelbelegung zu geben. Und zwar einmal die Low Adjust Funktion, also Tiefen rein und rausdrehen, und einmal die Filter Funktion. Also Low-Pass bis High-Pass-Filter. Beides auf dem gleichen Knob. Wie man das erreicht, das funktioniert über Modifier. Einige Begrifflichkeiten, die ihr zunächst mal kennen solltet. Wir reden heute über Modifier. Davon habt ihr in Traktor Pro 8 Stück zur Verfügung. Wir reden über Modifier-Werte. Diese reichen von 0 bis 7, also auch insgesamt 8 Werte. Und wir reden von Konditionen. Das ist also eine Bedingung. Führe diese Funktion nur aus, wenn. Wie funktioniert das Ganze? Wir gehen mal in den Controller Manager. Ich habe hier mein Gerät, in dem Fall den Zone K2, geht aber auch mit jedem anderen Gerät schon mal angelegt. Und zunächst muss ich nun meinen Modifier anlegen. Da ich noch keinen anderen Modifier verwendet habe, nehme ich gleich den ersten. Ich sage also Add in, Modifier, Modifier 1. Ihr könnt oben unter Modifier State hier in dieser Leiste auch sehen, welchen Status, welchen Wert die Modifier momentan haben. Im Moment sehen wir, alle 8 Modifier haben den Wert 0. Uns interessiert erstmal nur Modifier 1 hier, auch der hat den Wert 0. Ich möchte jetzt auf diesen Button hier die Funktion des Modifier Switchings legen. Also wenn ich den Button drücke, soll der Modifier seinen Status ändern. Nämlich von 0 auf 1 und dann wieder zurück, wenn ich nochmal drücke, von 1 auf 0. So oft wie ich möchte. Also eine Toggle-Funktion. Was ich jetzt machen kann ist, ich kann in den Modifier Conditions sagen, wenn Modifier 1 den Wert 0 hat, und das ist ja gerade der Fall, dann, ich lerne mal meinen Knopf hier an, beim Drück auf den Button, gebe dem Modifier 1 bitte den Wert 1. Also nochmal, auf diesen Knopfdruck hier, nur wenn Modifier 1 den Wert 0 hat, setze den Wert des Modifiers 1 auf 1. Das gleiche kreiere ich jetzt nochmal. Also nochmal Add in Modifier 1. Ich lerne wieder den gleichen Button an und sage jetzt in meinen Konditionen aber, führe aus, wenn Modifier 1 den Status 1 besitzt, dann beim Drück auf den Button gehe direkt und setze den Wert 0. Also, wenn Modifier 1 1 ist und ich den Button drücke, gehe auf 0. Wenn Modifier 1 den Wert 0 besitzt und ich drücke den Button, gebe dem Modifier 1 den Wert 1. Wenn man hier oben jetzt nochmal hinguckt, sieht man, dass ich mit dem Druck dieses Buttons nun den Wert des Modifiers hin und her toggeln kann. Jetzt kann ich auch schon meinen Poti hier oben belegen. Also in unserem Beispiel Add in Mixer Equalizer Low Adjust. Ich lerne diesen Poti an und gebe auch dem eine Kondition, nämlich diese Funktion des Low Adjust, hab die bitte nur, wenn der Modifier 1 auf 0 steht. Wir sehen hier oben, das ist jetzt gerade der Fall. Wenn ich also den Poti drehe, kann ich, hier sieht man es, die Tiefen damit adjusten. Zusätzlich Add in Mixer Filter Adjust lerne ich auf den gleichen Poti an und sage, der Poti soll diese Funktion aber nur haben,
wenn Modifier 1 den Wert 1 hat. Das ist jetzt gerade nicht der Fall, deswegen behält der Poti immer noch die Funktion des LowAdjust. Sobald ich jetzt aber mit dem Druck auf den Button den Wert des Modifiers auf 1 ändere, wird dieser Poti zum FilterAdjust. Sieht man hier in der Mixer-Sektion von Traktor. Jetzt drücke ich nochmal drauf, habe ich die Equalizer-Funktion, drücke nochmal drauf, habe die Filterfunktion. Das ist also jetzt ein ganz, ganz einfaches Anwendungsbeispiel von Modifiern. Ihr könnt damit natürlich noch viel, viel mehr machen. Besonders hilfreich werden Modifier, wenn man nur eine begrenzte Anzahl an Buttons, Knobs und Fadern zur Verwendung übrig hat. Dann kann ich nämlich mit dem einfachen Betätigen eines Modifiers plötzlich einen komplett neuen Layer auf meinem Controller belegen. Zum Beispiel könnte ich ein komplettes Mapping für Deck A entwerfen und sobald ich umswitche, habe ich ein neues Mapping für Deck B. Oder ich könnte mit diesen vier Fadern hier Effekte anwenden und sobald ich diesen Knopf drücke, habe ich eine komplett neue Reihe von Effekten, die ich verwenden kann. Ihr seht, die Grenzen sind sehr, sehr, sehr weit gesteckt. Ihr könnt ziemlich viel damit machen. Wichtig ist, was ihr draus macht. Wenn ihr eine interessante Möglichkeit gefunden habt, Modifier anzuwenden, schreibt mir das doch bitte auf djsetup.de in die Kommentarfunktion, als Mail an mail@djsetup.de oder bei Facebook da in die Kommentare. Ja, und ich freue mich darauf, was ihr schreibt und wie ihr Modifier anwendet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.